Willkommen zurück zu Miitopia! Abwehr durch Nahrung um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Cool! Heute werden wir Gesichter retten. Letztes Mal haben wir das Gemälde von Michael Jackson besiegt. Und nun haben wir sein Gesicht gerettet. Was ich sehr schön finde, dass er sein Gesicht wieder hat. Na gut, ob es bei dem noch so viel Unterschied macht? Ach Gott, so wollen wir nicht denken. Komm. Will ich direkt das Gesicht abgeben? Irgendwie will ich eigentlich erstmal diesen Bosskampf hier machen. Denn diesen Weg hier... Alter, Alter, hey, hey, hey. Bro, Bro, hey. Okay. So, diesen Weg hier will ich jetzt endlich mal versuchen. Hier gibt es ja diesen Doppelgreif-Bosskampf. Und den möchte ich machen. Das ist das einzige Level, wo ich noch nicht alle Wege habe. Und deshalb machen wir das jetzt, weil ich fühle mich ziemlich confident, dass wir es diesmal schaffen können. Und wenn wir das schaffen, dann machen wir die beiden Wege, die zur Pyramide führen. Bam! Das macht schön viel Schaden. Dann nochmal schön das Schnaufen. Bam! Schön. Okay. Einer tanzt wie wild, der andere nicht. Okay. Bisher läuft alles ziemlich gut. Ja, alles ziemlich gut bisher. Ich glaube, ich will Krallen wetzen. Nein, 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 Krallen wetzen. So. Bam. Ihr macht ein bisschen Damage alle. Vorsicht. Ach, mein Gott. Jesus braucht mehr Leben oder zumindest mehr Abwehr. I don't know. Oh no, das ist überhaupt nicht gut. Muss ich schnell ausruhen. So, weiter geht's. Weiche ich diesmal aus? Nein, schade. Ihm geht's wieder besser. Perfekt. Raus da mit dir. Geht wirklich schnell. So, wetz, wetz. Und jetzt greife ich an. Fetz, fetz, tatznieb. Auf den rechten, der hat noch mehr Leben. Bam, da ist er down. Und der rechts, der linke da, der geht. Und ist auch down. Komm schon, greift an, Leute. Zugabe. Okay. Da, Leute, eine Zugabe von mir. Bam. Wir haben es endlich geschafft. Nice. Ich hoffe, Gomma hat jetzt Angst vor uns. Wir werden ihn in den Hintern versohlen. Oh, eine riesige Truhe. Mit einem Spielzeugkittel. Genau das, was wir brauchten für ihn. Ja, dann trag's halt in Blau. Warum nicht? Perfekt. So, hier ist zwar ein Gasthaus, aber ist eigentlich ziemlich egal. Ich will direkt weiterziehen. Außer, die wollen ja noch schnell plappern. Können sie gerne. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mit dem Pferd schneller gelevelt wird als mit den Charakteren. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. So, Level 3. Schön, jetzt kannst du auch mal aufsatteln auf dem Pferd. Das ist gut. So, auf geht's. Keine Lust auf Futter verteilen. Wir machen sofort weiter. So, jetzt haben wir das durch. Und wo wollen wir lang gehen? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hoch. Gehen wir einfach mal hier hoch. Los geht's. Wenn einem das Gesicht gestohlen wird, was meinst du, wie sich das anfühlt? Zunächst kitzelt es etwas. Dann ist es plötzlich schwer zu atmen. Und dein Kopf fühlt sich ganz leer an. Und am Schluss fühlst du dich ganz leicht wie eine Wolke im Sommer. Wow. Woher weißt du das alles? Hab ich mir ausgedacht. Na ja, klar. Ich dachte, du forschst ja gerade dran. Vielleicht will er einfach nur seine Geheimnisse nicht mitteilen. Hä? Pisactus. Sactus. Ding, 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 ding. Ist mir zu sassy. Greift ihn an. Bam. Warum lebst du noch? Komm. Greif an. Bam. Schön. Vielleicht gehen wir heute noch die 650 voll. Das wäre sehr nice. Level 10 für Jesus. Strafendes Licht gelernt. Lass einen Gegner im Licht der Gerechtigkeit verglühen. Oh, das hört sich mega cool an. Das hört sich wirklich cool an.
Zum Gasthaus. Muss ja irgendwo sein. Miau. Oh, ist das etwa... Ah, ich mach den gleichen Fehler nochmal. Ich lerne dich dazu. Toll. Gerade Linien sind mir aber lieber, als wenn ich das Level 5 mal hintereinander machen muss. Um ganz ehrlich zu sein mit euch. Badabam, bam, badabam. Komm, die können doch nichts. Bam, bam. Der eine schon down. Bam. Bam. Zugabe. Okay. Immer nur auf mich die Zugabe. Warum pusht sie mich immer so sehr? I mean, I like it, aber warum? Jetzt auch ohne dich Damage hier nehmen. Egal. Bam. Ah, daneben. Dachte schon. Dachte ganz kurz schon, aber nope, zum Glück nicht. Doch, wir müssen, ich muss das Level mehrmals machen. Ah, war ja irgendwie klar. Eine Kiste. Bisschen Geld. Kann ich gut gebrauchen. Vor allem ganz am Ende gibt es so eine Weggabelung. Ja, dann mach ich jetzt direkt, ganz ehrlich. Du hast Level 10 mit der Klasse Priester erreicht. Cool. Ich habe das Gefühl, so langsam endet Leben an. Ja, nähert Leben an dem Ende. So rum. Toll. Toll! Zwei Level-Ups. Direkt Bekannte und kuscheln miteinander. Ist doch süß. Aber er will jetzt lieber wieder mit Jesus kuscheln. Ja, warum denn? Er macht sauber und er guckt nur zu. Alles klar. Na ja, gut. Ihr wollt alle was Neues haben? Ihr kriegt alle was Neues. Du kriegst dein Eiscreme-Mikrofon. Wenn du es unbedingt haben möchtest, dann nimm es dir. Greifst Gegner an mit Eiscreme. LOL, ein Pinguin-Starler. Das sieht ja mega lustig aus. Das behältst du bitte. Für immer und ewig, Jesus. Blau, finde ich, sieht es am besten aus. Ich finde, die anderen Farben passen nicht so sehr. Das, nee. Nehmen wir das hier. Für immer. Dieses Outfit. Komm schon. Es ist wunderschön. Es ist super. Oh, und es reicht sogar noch, das Geld. Für Professor Igitts neues Outfit. Naja. Hätte er es auch gekauft. Naja. Okay. Wo führt das hin? Zu einem weiteren Level hier. Oh Gott, das wird lange dauern. Gut, dann mache ich das Level schnell. Level 10 für Miku! Ja, und das war... Ja, ich brauche eigentlich gar nicht mehr Karten, merke ich gerade. Wir gehen jetzt hier runter. Dann ist hier eine Kiste. Und dann machen wir mit dem nächsten Level weiter. So sieht's aus. Drei Spielscheine. Sage ich nicht nein zu. Können wir ein bisschen was gewinnen, vielleicht Erfahrung, vielleicht sogar, wenn wir Glück haben, Outfits, Level 10 mit Popstar erreicht. Ja, schon schön. So, aufwachen. Ach, mein Gott, jetzt will Fernando wieder mit Jesus chillen. Warum auch immer. Achso, ich weiß warum, damit die Level 22, 23, 24 erreicht, ne? Genau. Besteste Freunde. Habe ich es richtig gelesen? Stand da gerade besteste Freunde. Oh Mann. Aber das können wir nichts erzählen. Das geht sehr schnell mit dem Pferd. Können wir nichts erzählen? Nein. So, hier lang. Vielleicht gibt es gleich eine Verbindung nach unten zu dem Level. Wer weiß. Ziehen wir erstmal weiter. Was war das? Das war doch gerade irgendein Geräusch. Ich hab's auch gehört. Es klang wie ein langes, tiefes Knurren. Das war bestimmt ein super gruseliges Monster. Passt bloß auf. Das war mein Magen. Ich hatte heute keine Zeit mehr fürs Frühstück. Wow, schon wieder. Natürlich sind hier ein Gegner. Die Wüste ist so riesig.
Ganz ehrlich, wie groß ist denn dieser Ort noch? Nach der Pyramide geht es ja rechts irgendwie durch die Steine und dann später weiter, ne? Aber... ich weiß gar nicht, wie lang das weitergeht. Okay, krasser Attack. Aber leider wurden sie gefressen. Ich muss sie retten. Bam. Schön. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr einzigartiges Team, würde ich sagen. Und Level 10 für mich. Kratzende Krallen gelernt. Kratze einen Gegner zweimal, das tut gleich doppelt weh. Also es ist eine bessere Attacke als das andere, was ich vorher hatte. Kann ich jetzt mit Tatzen aufladen, sag ich mal? Bis zu 100 Damage machen? Das wäre heftig. Ich habe noch nie 100 Damage gemacht. Das wäre mega heftig. Und ich weiß, dass man irgendwann ganz am Ende des Spiels automatisch 100 Damage macht, wenn man so OP ist, aber... Lasst mich trotzdem das cool finden, okay? Level 7, gute Bekannte. Schön. Neue Technik. Strafendes Licht. Strafendes Licht. Hinfort. Einfach weg mit dem. Kann er das nur einsetzen, wenn der Gegner sowieso fast tot wäre? Don't know. Bitte keine Weggabelung. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Einen Augenblick. Okay. Jetzt kann es weitergehen. Ich glaube, ich hau ab. Warum? Wir sind da. Das Gesicht von Esco. Ich will das gar nicht. Oh, warum passt das so gut? Bosskampf gegen die Erskor-Kobra. Cool. Zumindest kein geteilter Weg hier. Sondern ein Bosskampf. Finde ich cooler. Krallen wetzen und dann kratzende Krallen. Das mache ich. Hab ich alle lieb. Yay. In der Zugabe hätte ich mehr gemacht. Blaukobra taucht auf. Oh oh. Bitte geht alle auf die Blaukobra. Hab ich besser. Oh, nice. La, Level 8 irgendwie, Freunde. Das heißt geben und nehmen. Bam. Wetz, 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 wetz. So, kratz in die Krallen. Der ist doch Kobra. Neue Technik, kratzende Krallen. Miau, miau. Bam, bam. Ach, das geht auf mehrere. Und es hat 100 Damage insgesamt gemacht, ja. Es geht auf mehrere. Okay, gut zu wissen. Und ich bin nochmal dran. Ja, dann Tatzenhieb. Miau, bam. Alter, wie viel. Na, Schmuljewangi. So, mir gebe ich noch mal ein paar MP-Streuer. Spam die so hart rein. Ist mir egal. Und dann noch mal Tatzenhieb. Miau. Er lebt noch. Er lebt immer noch. Bam. Jetzt nicht mehr. Oh. Nice, nice, das nice, nice. Ha, wir sind viel zu stark für alle Bosskämpfe auf dieser Welt. Hab ich recht, Igitt? Bonuserfahrung, die darfst du gleich mal bekommen. Obwohl, die hätte ich mir geben müssen. Na egal, ist auch ist nicht so schlimm. Level 10 mit der Klasse Katze erreicht. Level 10 mit Forscher erreicht. Jetzt sind wir alle Level 10. La, la, schön. Ich will mit dir gehen in dein Zimmer. Wo ist er gerade? Der ist gerade hier. So, was wollt ihr denn beide? Die Zimmer brauchen ein paar klare Regeln. Aha. Aha. Okay. Gut. Gehen wir uns ein bisschen besser. Und ihr beide waren wahrscheinlich auch nochmal zwei Level-Ups. Hab ich recht? Mhm, mhm, mhm.
Na, eins auf jeden Fall. Schön. Ja, weiter geht's. Obwohl, will jemand was haben? Ich will was haben. Wollpfoten. Ah, die kaufe ich dir. Die gönne ich dir. Die sehen noch nice aus. Die sehen nice aus. Sehen sehr nice aus. Weiter geht's. Keine Zeit zu verschwenden hier. Fünf verschiedene Klauen, die bevorzugt Waffe der Katzen gesammelt. Was bringen eigentlich diese ganzen Achievements? Muss man alle haben am Ende? Für Bonus-Content oder was weiß ich? Keine Ahnung, ey. Das ist ja auf jeden Fall der richtige Weg zur Pyramide. Aber dann frage ich mich, was dieser untere Weg hier? Anscheinend kommen wir heute nicht in die Pyramide. Schade. Und das hier sieht wieder aus, als wären es hier mehrere Wege. Und wieder wurden Gesichter gestohlen. Was hat der dunkle Fürst bloß damit vor? Wir müssen es herausfinden. Genau, verfolgen wir den dunklen Fürsten. Juhu, ja! Autsch, ich glaube, das hat mir irgendwas gezerrt. Aua. Das tut bestimmt weh. Genauso wie dieser Gegner hier. Verschwinde, du Unhold. Riesenschreckskorpion. Hau ab! Bam! Bam, hau ab! Geht doch, die können gar nichts, die Viecher! Können gar nichts, nein, gar nichts. Wenn wir vielleicht noch Level 20 erreichen können? Kranke Idee, aber vielleicht wäre es möglich. Gut gemacht. So, jetzt schnaufen wir natürlich nochmal schön, damit alle gleichzeitig sterben. Nice. Da kommen die 650. Sind wir wahrscheinlich sie noch bekommen. Fliegt wie ein Wiesel. Jetzt schon Nacht? Da muss ja hier irgendwo das Ende sein. Das ist vielleicht doch ein kurzes Level. Lala. Fernando schläft. Ruhen wir gemeinsam aus. Immer mache ich denselben Fehler. Au. Ach Mensch, Ebenbild von Mike. Was soll das? Lernst du nie dazu? Mensch. Ja, ein kurzes Level. Finde ich gut. Oh, ihr quatscht ganz viel, ihr beiden. Ein Geschenk, ein riesiges Geschenk. Überraschung. Das ist für dich. Danke. Statue von Mike. Das sieht cool aus. Schick, schick. Nice. Schön. Oh je, Jesus mag Mike und hat's gesehen. Immer nur Icke, das ist nicht fair. Oh, oh, that's not good. So, ihr kriegt jetzt auch Level 8 wahrscheinlich. Komm, bald euch. Yay, juhu, yay, you are. Toll. Wir freuen uns alle. Alle mega happy für euch. Weiter geht's. Wo führt das hin? Nach oben, oder was? Oh, das führt nur zu Tingle. Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Dann könnt ihr immer weiterspielen. Ich bin's, der einzige wahre Quizfreak, Tingle. Finden wir heraus, wie viel du wirklich weißt. Los auf eine Runde Allgemeinwissen. Oh yeah, lass uns anfangen. Kula Lampa. Okay, bitte keine Mies, wo ich nur die Make-up-Version von kenne. Frage 1. Wie viele Arme hat ein Oktopus? 8? Ja. Okay. Wusste ich jetzt wirklich nicht. Wie heißt der Heilzauber des Priesters? Ja, Heilung, nicht Peilung. Einfach achten und nicht driften lassen. Frage 3. Welche Klasse verwendet den Sprunghieb? Krieger. Nice. Noch mehr Fragen oder war es das? Starke Leistung. Das war's. Glückwunsch. Du hast mich glatt geschlagen. Kolumba.
Multitisch! Yay, cool. Ja, und jetzt ist es eine Verbindung. Schön. Dann machen wir diesen Weg hier. Vielleicht können wir sogar noch reinstuppern in die Pyramide. Langsam, okay, dann machen wir ein bisschen langsamer. Müssen zwei Wege lang gehen. Okay, nee, ich glaube, das wird nichts. Ein Gegner. Ploings. Oh ja, nice. Boom. Alle auf einmal down. Schön. Schön. Das war schön. Richtig schön. Schnell wieder hin. Ganz viel Geld. So schnell und schnell. Wie das Geld. Patte, patte. Es wird dunkel. Oh, Lagerfeuer. Wir sollen ein paar Sterne anschauen. Die Sterne sind wunderschön. Oh, eine Sternschnuppe. Ein Kirby. Manchmal werden Wünsche wahr. Was ist dein Begehr? Geld! Ich hoffe, unsere Wünsche werden wahr. Wow! Was um alles in der... Ein Geschenk von der Sternschnuppe? Ja! Mein Wunsch wurde wahr! Mit meinen YouTube-Partnerkräften habe ich mein YouTube-Money bekommen. Wünsche werden also wirklich wahr. Na, ist süß. Für so ein Kids-Game. Und dann kam der Morgen. Los geht's! Ein neuer Tag wartet auf uns. Das fand ich echt niedlich. Schön. Schön. Oh, vier von euch. Weg mit euch! Boom! Ja. Es fehlen noch fünf Gesichter. Die werde ich dann beim nächsten auch noch in dieses Level hier bekommen. Und dann, ja, nächste Folge. Wisst ihr Bescheid? Pyramide. Ein Brief erhalten. Lieber Mike, heute ist mein Fallenstag. So wie eigentlich jeden Tag. Tja, nimm dir bloß kein Beispiel mehr. Dein Sans. Okay, danke Sans. 50 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Wow. Und die labern wieder. Nein, komm, lass die labern. Damit sie ein bisschen Zuneigung bekommen. Lass sie labern. Ah, wieder essen hier. Bla bla. Bliblablub. Ja, ja. Okay. Nom nom nom. Jehu, juhu. Level 9. Gut. Dann werde ich ganz kurz das eine Level nochmal machen und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. In der Pyramide. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Hey, hör mal auf, mich nachzumachen. Hey, hör mal auf, mich nachzumachen. Warum ahmst du mich nach? Warum ahmst du mich nach? Weil du so ein toller Hecht bist. Hättest du voll gern. Oh, shit. Du hast 650 Leute gerettet. Die Macht des Horst. Statt 140, 160. Und bei 700 kriegst du mehr. Yeah.